Ich komme jeden Tag hier hin. Es ist eine Version von meinem Studio, die sehr leer ist. Es ist sehr voll, weil wenn ich arbeite, dann kommen immer neue Arbeiten dazu. Und es ist wie ein Ausstellungsentwurf. Text und Textil, die sind gleich für mich. Und seit Jahren arbeite ich auch mit diesem Material. Die Teppiche, die ich nehme, die sind gebraucht. Die sind eigentlich die Teppiche, die niemand mehr haben will. Und für mich ist es wichtig, dass es handgeknöpft ist und dass es auch ausgetreten ist. Das heißt, dass es auch eine Geschichte hinter sich hat. Von Anfang an habe ich auch immer angefangen mit meinem Doppelgänger. Ich habe immer einen Charakter gefunden. Mit diesem Charakter habe ich kommuniziert. Und am Anfang habe ich auch mit einer Teppichknüpferin gearbeitet. Und ich habe ein Foto von ihr von einem Buch herausgeschnitten gefunden. Und die habe ich auch immer platziert auf meiner Malerei. Ich sehe meine Arbeit auch als Malerei. Eine Malerei, die aus dem Bild rausgetreten ist. Es ist nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Und wo etwas fällt, dann kommt ein Kommentar, O oder eine Schrift, was ich da geschrieben habe. Die Sprachkette dieser Arbeit, das ist eigentlich eine andere Version von dem, wenn ich auf dem Textil in Farsi schreibe. Ich schreibe so lange, bis es unlesbar ist und es ist dann übereinander. Die Sprache ist da, aber es ist nicht mehr lesbar. In Galerie Weekend werde ich eine Zeichnung zeigen, großformatige Zeichnung und meine Stoffbücher, ein Teil meiner Stoffbücher und auch es gibt 9 Seedbombs oder fliegende Teppiche. Diese Arbeit hat sich auch entwickelt von einer Arbeit, die ich in Villa Romana 2017 angefangen habe. Es war ein großer Ast als Steinschleuder, die eine Teppichknolle geworfen hat. Und das war auch für mich diese Teppich, als wäre das jemand, wie in den Raum wirft. Und auch eine Arbeit, die ich in Sönsbeck 2021 gezeigt habe. Das war eine riesige 3 Meter mal 3 große Teppichball Seedbombs.